98 Grad, Entfernung 6 Seemeilen. Funkmessziel in 98 Grad, Entfernung 6 Seemeilen. Funkmessziel in 98 Grad, Entfernung 6 Seemeilen. Das Funkmessgerät des Vorpostens ortet ein unbekanntes Ziel. Ziel weiterverfolgen. Alle 3 Minuten Meldung. Auch die Radarstation der Küstenbeobachtungsstelle 95 hat das Ziel ausgemacht. 5.19 Uhr. Nächste Peilung. Ziel 2. 302 Grad. 6 Seemeilen. Ziel 2, 302 Grad, 6 Seemeilen. Die Ortungen geben über Kurs und Geschwindigkeit Auskunft. Das Ziel hat Kurs auf die Küste der DDR. ...781 für 95 kommen. 95 kommen. 95, Ziel 2, 302, 6, 210, 5.19 Uhr, Ende. Die Auswertezentrale des Küstenabschnitts wird benachrichtigt. Ziel 2 alle 3 Minuten melden. Ziel 2 alle 3 Minuten melden. 95 für 781 kommen. Der Vorposten hat das Ziel verfolgt. Kein Zweifel, es bewegt sich weiter auf die Küste zu. Kennung anfordern. Ziel antwortet nicht auf Anfrage. Keine Antwort, auch eine Antwort. Funkspruch. Unbekanntes Funkmessziel auf Position 54 Grad, 44 Nord, 13 Grad, 17 Ost. Kurs 183 Grad, Geschwindigkeit 8 Seemeilen. Kennung nicht beantwortet, hydroakustische Station geschaltet. Der Hauptgefechtsstand wird benachrichtigt. Die Auswertezentrale informiert den Kommandeur des Grenzbataillons, der vorsorgliche Maßnahmen einleitet. Tiger 47 für 781, bitte melden. Stabschef, bitte melden. Stabschef. Befehl an Kompaniechef im Abschnitt 8. Verstärkte Grenzsicherung. Einsatz einer Unteroffiziersbeobachtung. Ende. Jede Veränderung der Lage wird dem Hauptgefechtsstand gemeldet und dort genauestens registriert. Der Operativdienst kann sich jederzeit an der Karte über die augenblickliche Situation informieren. Die Meldungen besagen, vom Vorposten wurde ein unbekanntes Ziel geortet. Die Küstenbeobachtungsstation 95 erfasste es gleichzeitig. Die Abfrage blieb unbeantwortet. Beide Stationen verfolgen nun das Ziel. Der Hauptgefechtsstand erhält die Meldungen vom Vorposten über Funk. Die Auswertezentrale bekommt die Funkmessergebnisse von der Beobachtungsstation 95 über Wechselsprechanlage
und leitet sie an den Hauptgefechtsstand per Fernschreiber weiter. Die Küstenbeobachtungsstation 94 wird zusätzlich eingesetzt. Auch hier ist das Ziel erfasst. Aber die Situation wechselt schnell. 781 für 94 kommen. 94 Ziel 2 verloren, 5.25 Uhr. Richtig, Ende. Ziel verloren. Ziel 2 verloren. 95. Ziel 2 verloren. 05 Uhr 25. Die hydroakustische Station des Vorpostens ist in Aktion. Der Suchkopf strahlt Schallwellen aus, die vom gesuchten Objekt reflektiert werden. Dieser Echoton ist optisch wahrnehmbar. So kann die Entfernung genau bestimmt werden. ABS. Echo 128 Grad, Entfernung 11 Kabellängen. Mit der Meldung an den Hauptgefechtsstand ist der Auftrag erfüllt. Der Vorposten geht auf seine alte Position zurück. Inzwischen hat auch die hydroakustische Station der Küstenbeobachtungsstation 95 das Ziel übernommen und verfolgt es weiter. Die Hydrofonbasis fängt die Unterwasserschallwellen auf und gibt diese an die Station weiter. Aus diesem Geräusch kann das Objekt bestimmt werden. Eine Basis allein kann jedoch nur die Richtung, nicht aber die Entfernung feststellen. Basis 1, Unterwassergeräusch in 216 Grad. Basis 1, Unterwassergeräusch in 216 Grad. Geräusch klassifizieren. Erst mit Hilfe einer zweiten Basis kann durch Kreuzpeilung der genaue Standort, auch Kurs und Geschwindigkeit des Unterwasserzieles bestimmt werden. Basis 2, Unterwassergeräusch 117 Grad. Geräusch klassifizieren. Frage Standort. Ziel 2, 348 Grad, Entfernung 2,5 Seemeilen. Basis 1, Geräuschpeilung, U-Boot-Geräusch. Basis 2, Geräuschpeilung, U-Boot-Geräusch. Meldung sofort an Auswertezentrale. Meldung sofort an Auswertezentrale. 781 für 95 kommen. Vorposten 1 ortete um 05.07 Uhr unbekanntes Funkmessziel. 05.25 Uhr Kontakt verloren. Um 05.32 Uhr wurde unbekanntes Ziel als U-Boot durch hydroakustische Station klassifiziert. Der Führungsstab der Flottille ist ständig über die Lage informiert und leitet sofort Gegenmaßnahmen ein. KWS 95, um 05.35 Uhr Kontakt zum U-Boot aufgefasst. Danke. Ein bis ins Kleinste ausgefeilter Mechanismus setzt sich in Bewegung. An den Kommandeur der Hubschrauberkette. U-Boot auf Position 13 Grad, 17 Minuten Ost, 54 Grad, 43,5 Minuten Nord, ist durch hydroakustische Barriere einzukreisen. Die Grenzkompanie sichert Abschnitt 8. Einsatzbefehl an die U-Jagdgruppe zur Durchführung der U-Jagd auf Anruf. Thank you.
Neuer Kurs 270 Grad. Neuer Kurs 270 Grad. Mit äußerster Präzision hält die Küstenbeobachtungsstelle 95 Kontakt zum Ziel. 781. Ziel 2, 248 Grad, Entfernung 2,5 Seemeilen. Meteor für 95. Sie hat ständig Verbindung mit dem Hauptgefechtsstand. Sie führt sowohl die Hubschrauber als auch die U-Jagdgruppe in das Suchgebiet. Quadrat 11. 95, Ziel 2, Quadrat 11. Ende. Durch Täuschungsmanöver versucht das gegnerische U-Boot, sich der Ortung zu entziehen. Hydroakustische Barrieren kreisen das Ziel ein. Jede abgeworfene Boje kann das U-Boot-Geräusch empfangen und entsprechende Signale zum Hubschrauber geben. Noch kein Kontakt. Enger und enger schließt sich der Ring. Die Hubschrauber führen die Jagdgruppe heran. Klar bei Signal 3. Klar bei Signal 3. Der Verband entfaltet sich zur Dwarslinie. Kommen. Meteor für Lux kommen. Boje 5 Kontakt Quadrat 12. Boje 5 Kontakt Quadrat 12. Sie haben richtig verstanden. Bei Signal 8 und 30. Der Befehl zum Zickzackkurs erschwert dem U-Boot die Möglichkeit, Kurs und Stärke des Verbandes zu bestimmen. Kontakt 268 Grad, Distanz 8 Kabel. Kontakt halten, klassifizieren. ES04 an ABS. Kontakt klassifiziert, Schraubengeräusche festgestellt, Antriebsart E-Maschine, Ziel wandert stark nach Backbord aus. Kontakt halten, Ruder Backbord 15, neuer Kurs 248 Grad. Gefechtsalarm! Gefechtsalarm! Nun ist klar. Das U-Boot ist in die Hoheitsgewässer der DDR eingedrungen. Der Verband formiert sich zum Angriff. Die Hubschrauber verlassen befehlsgemäß das Operationsgebiet.
Achtung, Salve! Der Kampfauftrag ist erfüllt. Eine Übung ist beendet.